Das Indie-Survival-Spiel Don't Starve gibt's ab Anfang Februar auch in einer Box-Version. Mit der können wir wahlweise eine DRM-freie Version installieren oder den beiliegenden Steam-Key einlösen. Als Extras liegen der Soundtrack, eine neue Mod und Tutorials für Modder bei. Am Spiel selbst ist alles wie vertraut. In einem humorvoll düsteren Comic-Stil müssen wir in der Wildnis ausgesetzt überleben, Essen finden oder anbauen, uns verteidigen und im Dunkeln nicht dem Wahnsinn anheimfallen. Horizon ist schon länger in der Beta über Steam spielbar. Im Februar soll das rundenbasierte Strategiespiel mit einer ganzen Galaxie als Sandkasten fertig in den Handel kommen. In Anlehnung an die Klassiker des Genres gibt es eine Menge Mikromanagement zu bewältigen, mit Kolonien, Stationen und Ressourcen, die überwacht werden müssen. 10 verschiedene Spezies versuchen dabei, die Galaxie für sich zu erobern, und wir müssen uns mit Waffengewalt oder Diplomatie einen eigenen Platz als interstellare Macht erstreiten. Jazzpunk vermischt Agentenabenteuer im Kalten Krieg mit Comic-Optik, Cyberpunk und dem humoristischen Vorbild der nackten Kanone-Filme. Das klingt so schräg, wie es aussieht und sich spielt. Neben den eigentlichen Aufträgen als Agent können wir in den sehr freien Leveln nämlich auch selbst großzügig Unfug anstellen und die seltsamsten Dinge als Waffe oder Werkzeug einsetzen. Die Far Cry Wild Expedition fasst alle drei Hauptspiele der Serie zusammen, wobei der erste Teil eine HD-Überarbeitung plus neue Gameplay-Elemente wie einen Tag- und Nachtwechsel verpasst bekommt. Außerdem legt Ubisoft für das Paket noch Blood Dragon obendrauf. Das Standalone-Add-on auf Basis von Far Cry 3 ist eine Hommage an eher simple, aber inzwischen kultige Actionfilme der 80er mit Cybersoldaten, Postapokalypse und schwülstigem Heldendrama und mit Retro-Cutscenes versehen. At the end of the 20th century. Man of War Assault Squad 2 schickt uns erneut für eine von 5 Nationen in den Zweiten Weltkrieg. Dabei können wir im Singleplayer oder im Multiplayer zwischen reiner Taktik-Spielweise mit unseren Truppen und einer First-Person-Perspektive für diffizilere Aufgaben wechseln. Im Vergleich zum Vorgänger wurde technisch einiges aufgebessert, außerdem ist nun auch ein Multiplayer mit 8 gegen 8 Spielern möglich. Legends of Atherius wurde per Kickstarter finanziert, kommt aber auch als Box nach Deutschland, die als Bonus unter anderem gleich 2 Gamekeys enthält, um im Koop spielen zu können. Das Rollenspiel legt den Schwerpunkt auf eine realistische Kampfdarstellung und ein komplexes Crafting-System. Allerdings wurde insgesamt an einem knappen Budget gearbeitet und der Indie-Titel hat in der Beta eher durchmischte Kritiken erhalten. Der Kickstarter-Erfolg Shadowrun Returns bekommt jetzt eine Box-Version. Die enthält neben ein paar kleineren Goodies wie Stickern vor allem auch eine deutsche Lokalisierung. Jetzt kann die Cyberpunk-Story, die auf einem extrem erfolgreichen Pen-Paper-Rollenspiel basiert, auch ohne fortgeschrittene Englischkenntnisse gespielt werden. Das Spiel wird auch in der Box-Version an Steam gekoppelt sein und gleichzeitig erscheint auch ein Patch für bisherige Steam-Versionen, der das deutsche Sprachpaket enthält. Can jack into the Matrix and bypass the toughest security without leaving a trace. Fast 26 Jahre sind seit dem Kinostart von Rambo 3 vergangen, eigentlich genug Zeit, um ein vernünftiges Spiel auf die Beine zu stellen. Jetzt kommen auch die ersten 3 Filme unter Auslassung der Nummer 4 von 2008 in einem einzigen Spiel zusammen, auf Englisch sogar mit Originalzitaten. Allerdings handelt es sich um einen Rail-Shooter, wer sich also einen ausgewachsenen, modernen Rambo-Titel gewünscht hat, sollte seine Erwartungen etwas herunterschrauben. Milo. In Castlevania Lords of Shadow 2 erwachen wir als Dracula, vormals der frühere Protagonist Gabriel Belmont, etwas überrascht in der Moderne. Eine düstere Stadt hat unsere Festung überwuchert und hier geht einiges nicht mit rechten Dingen zu. Der Satan persönlich soll sich regen und gegen einen solchen Gegner greifen auch die Verfechter des Guten zur Hilfe eines Dracula. Und der rückt mit brennenden Fäusten, Schwert, Peitsche und erstaunlichen Kletterfähigkeiten an, um sich reihenweise durch Schergen zu prügeln und an gigantischen Bossen herumzuturnen. I am and will be forever a thorn in his side. Time's moved on. In Thief kehrt Meisterdieb Garrett zurück und schleicht sich durch die düsteren Gassen einer steampunkigen Stadt, in der uns Square Enix die größtmögliche Freiheit bei der Erfüllung von Missionen versprechen. So können wir sogar einstellen, wie schwer das Schleicherlebnis sein soll, ob entdeckt zu werden einen Fehlschlag bedeutet oder ob wir Gegner bewusstlos schlagen können, um sie für den Rest des Einsatzes aus dem Verkehr zu ziehen.
Immerhin stehen dem Meisterdieb, egal in welchem Modus, reichlich Trickpfeile zur Verfügung, um aus den Schatten heraus ungesehen zuschlagen zu können. Neue Saison, neues Spiel. Auch dieses Jahr geht ein NASCAR-Spiel an den Start. Mit dabei sind alle passenden Strecken und Fahrer, mit denen wir die kompletten Rennwochenenden mit Qualifying und allem drumherum selbst fahren können. Das Cover wurde dabei von den Fans bestimmt und zeigt dieses Jahr Tony Stewart. You go out there to race. You better be ready, 'cause I'm coming back.